Meredith, can I bug you for a second? Ja, klar, Frank. Was gibt's? Ich wollte sowieso mal was mit dir besprechen. Ja, ja. Yes, I wanted to talk to you as well. That Walter Morgan guy, what did he want from you? Ja, nichts Besonderes. Er wollte nur wissen, ob ich mich gut eingewöhnt habe. Er hat mir alle möglichen Fragen gestellt, auch über dich, Frank. Ja, würde ich ausplaudern jetzt mal. He was asking all sorts of questions. Also about you, Frank. God damn it. Can you believe that jerk? Tut mir leid, Frank. Ich kann einfach nicht lügen. Steckst du in Schwierigkeiten, Frank? Ja. Können wir ja mal fragen, hä? Are you in trouble, Frank? Trouble? They're the ones who are in trouble. I gotta get back to it, Meredith. Have a great day. Oh, before I forget, that Robert Harris guy was here this morning, looking for you. He asked if you could drop by. He's working somewhere in the forest today. Ach ja, Robert. Ja, nun. Wie gesagt, wir probieren alle mal aus. Good morning, P.O. P.O. positive? Aber keine Sorge, in 22 Jahren haben die das alle wieder vergessen. So. Oh, alles da oben. Wow, alles da oben. Okay. Walter Morgan. Ja, dann. Every now and then I spend some time in Providence Oaks. And I'm always happy to see this beautiful and orderly village. And it's fangen wir mal einfach hier an. Did someone just call me well-mannered? Oh, I'll take it. Let's see if the weather will behave today. East 4th Street müsste sein, ne? That's lighter than I thought. Oder auch nicht. I think I grabbed the wrong package. Okay. Ja, dachte ich mir schon, dachte ich mir schon. Aber ist das jetzt der Heron Cycle oder East Second Street? Ja, gucken wir nochmal. Jackson Street, Lake Street, Main Street. Ach da, hier. Da That's ist es. Lighter than I thought. Ja, ja. Ist ja fast das gleiche. Oh, die haben ja mal einen schönen alten Baum abgehackt. Nope, no answer. Kein Problem, hier macht eh nie jemand auf in dieser Gegend. Die sind sich alle zu fein, obwohl das Auto hier steht. Naja. So. Sorry. Wollte eigentlich mal ausprobieren, ob es geht, aber es ja, es geht. So, dann hier ein Brieflein. Da vorne, okay. Können wir auch so rumfahren. So. Hier, ne? Ja.
So, dann... Moment, da unten ist alles weg, also wieder hoch. So. Oh, Paket in der Videothek. Dann sehen wir unser Schatzi Mausi ja schon wieder. Das ist Main Street, ne? What on earth did these folks order? Da kannst du sie ja gleich fragen. Oh, hey you. Hi. So I'm guessing you want to rent a movie, huh? We've got a great selection. Ach ja, auch irgendwas Romantisches dabei. Eigentlich bin ich nicht deswegen hier. Nee, ich bin nicht deswegen hier. Actually, that's not what I'm here for at all. Wait, you're not telling me you're here for little old me. So, what's on your mind, babe? Nun, ich mag dich sehr, aber ich finde, wir sollten einfach Freundinnen bleiben. Das war gestern nicht so meins und ich habe heute wieder den Robert und so weiter und so fort. Aber krass, dass du dich so oft umentscheiden kannst. I'm not sure what to make of what happened the other day. Of us, so to speak. I mean, we went out. We had fun. We kissed. What do you need, a roadmap? Well, when you put it that way... Just spit it out, gal. Tell me what you're thinking. I promise I can take it. Mhm. Ich wollte eigentlich nur dir das Päckchen geben. Nun, ich mag dich sehr, aber ich finde, wir sollten einfach Freundin bleiben. Ich glaube, ich fange an, dich zu mögen, sehr zu mögen. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, I think I'm starting to like you a lot, and I'd like to ask you to be a little less awesome. It's distracting me. No can do, Miss Weiss. Being awesome is my thing. Would you ask Rocky to stop boxing? Touché. So anyway, what's on your mind? Ja gut, ein seltener Moment der stillen Contemplation. Du siehst ein wenig verwirrt aus. Gehst im Geist den Status deiner Geschäfte durch oder den deines Lebens? Taking stock of the storm or of your life? Yeah, I just... You ever get the feeling you're not where you need to be? Oh ja, das Gefühl kenne ich. Kenne es nur zu gut. Fühlst du dich so in Providence Oaks? Nö, ich kenne das, ich kenne das. Yeah, I know that feeling. I know it all too well. It's just that this whole Flick Shack adventure, I think it was the right idea at the wrong time. Und am falschen Ort? Hui, laufen die schlecht? Hat sie doch gesagt, dass die Geschäfte scheiße laufen? And in the wrong place? I think so, yeah. I think I'm just too different for this town. Plus, business hasn't really been booming. And here I was hoping our movie box project would turn things around. It almost did. Don't think that it didn't help. That's what I mean with the wrong time. I'm sure video will be huge. But it isn't. Not yet. Not here, anyway. So you're leaving? Yeah. Yes, I am. Wow. I didn't realize until just now that I'd already made my mind up, but I guess I have. I'm leaving. Gosh, it feels so liberating to say. Gern geschehen. Gut, das wäre entschieden. Gern geschehen. You're welcome. How about you? Have you made your mind up yet? About your future, I mean? Ich? Nein, noch nicht. Ja, ich glaube schon. Yeah, I think I have. Well, whatever it is, hold that thought. I want to give it my full attention when you do decide. And right now, I really have to start organizing the grand closing
of the Flick Shack. We hardly knew ye. Maheria, I'll swing by later. Okay, das heißt, sie macht jetzt dicht. Wir haben aber auch noch nicht drüber gesprochen, wie es jetzt so unbedingt weitergeht. Also ist ja eigentlich noch alles offen. Also ich dachte eigentlich, wir gehen zurück. Also wir haben ja den Job. Und wir machen das ja jetzt hier nur als Aushilfe. Aber man könnte sie ja eventuell mitnehmen dann. Und Robert. Und das Mechanikermädel. Eine große, schöne Familie. Oh, ich wollte gerade um den Baum rum, aber war gar nicht nötig. East 4th Street. So, Hallöchen. Ihr Paket ist da. Nope. No answer. Nicht schlimm. Hab eh keinen Bock mehr, mit noch mehr Leuten zu reden. Ist mir jetzt schon zu kompliziert. So, hier noch ein Brief. So. Müssten jetzt eigentlich fast alle gewesen sein, ne? Ein Paket noch? Ne, zwei sogar noch. Okay. Zwei noch. Okidoki. Schaffen wir. So, nee, ein Paket und ein Brief noch, okay. Ja, sorry. Ich musste... So. So, die Jackson Street haben wir hier. Tag. Gut, dass sie gar nicht an der Schelle geschellt hat. All right, on to the next one. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ist ja da drüben. So. Das war aber in der Ecke jetzt alles, oder? So, einmal gucken. Ja, da oben ist alles weg. Jetzt muss hier noch ein Päckchen hin. Machen wir mal hier hin. Ist das wieder das Model? Motel. Nee, Moos Diner. Alles klar. Ach ja, die bestellt aber auch viel, ne? Wow.
Er ist so groß, dass wir schon drin gesteckt haben im Paket. Ob wir wohl jetzt unseren Kuchen kriegen? Und wie kommen wir jetzt hier durch die Tür? So. Hi Kay, package for you. Ich kann es dir auch gleich hier geben. Ich lasse das einfach hier. Ich kann es dir auch hier gleich geben. Hä? Hier. I thought I might as well give it to you now instead of, you know, waiting till you're home. Oh, thanks. That's super amazing. Thank you. Ja, was ist das? What is it? Oh my god. I'm so excited about this. I see. This is a guessing game. All right. Is it a eine neue Rakete, eine Kiste voll Kaninchen, ein Stapel Kopien des E.T.-Spiels, eine neue Rakete, würde ich sagen. A new rocket? No, but that would totally make Grace's day, though. I should be able to craft something like that out of the cardboard packaging. Good idea. Okay. Die Spannung bringt mich um. Öffne es, öffne es! The suspense is killing me. Open it! Okay, you ready? It's actually a Yamaha DX7 synthesizer! Man, wow. I'm super stoked this arrived so soon. I got this amazing deal on it through the classifieds. This old guy was selling it. Apparently, he had never really used it. I mean, what? How? Can you imagine owning something like this and not using it every moment you get? I mean, this synth is used everywhere these days. So I was like, yes, this is mine. Sorry, I can get carried away about this kind of stuff. Ja. Ich weiß, du fängst schon wieder an, so schnell zu quasseln. I know, you're doing that speeding up thing again. To be honest, you lost me around the time you opened the box. But if it works like a computer, sign me up. Computers, eh? Oh, wait, are you a programmer? Because if you are, you should totally check out the Insonic Mirage. Hör auf, du machst es schon wieder. Stop, you're doing it again. Oh man, you're right. Listen, Em, I totally owe you for lugging this around for me. Now, what'll you have? It's on the house. Ich möchte immer noch mein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. Pie. I mean, I'd love some blueberry pie if you have it. Oh, I just sold the last slice. We're clean out. Anything else? Toll, ich krieg keinen Kuchen. Warum krieg ich keinen Kuchen? Das ist doch gemein. Danke, ich brauche nichts. I'm good. I owe you it is. Apparently, I have some baking to get started on now, but good to see you. And thanks again. No problem. Have fun with your synthesizer. Yes, thanks. Wolltest du nicht gehen? Du hattest doch dringend was zu erledigen. Wohl nicht. Naja, gut. So, dann haben wir das Ding jetzt auch weg. Nur ein Päckchen, glaube ich, ne? Was schon steckt denn hier drin? Warum steckt da... Ist das andere so groß? Da steckt ein Paket im Bus. Ach, da unten. Ist das nicht wieder bei Robert? Ich glaube, oder? Sehen wir ja. Ich glaube schon. Die Kurvenlage von dem Ding ist echt schlecht.
Die ist doch nicht bei Robert, oder? Oder sind wir nur von der anderen Seite jetzt? Nee. Hm. Okay, hier wohnt jemand? Meinetwegen. Ah, das war der Schaft von der Kettensäge. Ist doch für Robert. Gut, dann legen wir es einfach hier hin. Alright, on to the next one. Next one? Wir haben noch keins mehr, oder? Wir müssen nur noch... Ach so, mit Robert reden. Ach so, hier, ja, da. Siehst du? Hier müssen wir hin. Robert war ein bisschen höher. Im Wald, also... auf der Karte. Wie auch immer.